Hallihallo, herzlich willkommen zurück bei einer wunderschönen neuen Folge. Wir sind bei Blacktail Innocence. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber so viele Leute wie wir alleine jetzt hier schon auf dem Gewissen haben. Innocent ist das nicht. Aber auf geht's. Wir können nur durchs Feuer und dann gehen wir mal durchs Feuer, oder? Oh, warte mal. Wir gucken nochmal hier drüben hin. Ah, ne. Okay. Alles klar, dann auf geht's. Müssen wir wirklich da rein? Ja, tief Luft holen. Gehen wir. Auf geht's. Ach, es ist jetzt schon so heiß. Das ja. Ist die Hölle. Es wird ja nicht besser. Was sollen wir tun? Mir nach und pass auf dein Buch auf. Kümmere dich nicht um sie. Oh Gott! Komm schon, komm schon! Jesus. Na! Mach auf! Hüpf! Mensch! Verschlossen! Dahinter brennt es! Bleib zurück! Was tust du da? Öffne sie! Rodrik! Oh. Alter, pass auf dich auf, Mann! Scheiße! Nach links! Ah. Ach, hier sind wir wieder! Ja, 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 alles klar! Komm! Hier lang! Guck nicht hin. Geh einfach. Er hat's verdient. Am Leben. Weil wir genau das sind. Und Roderick zum Glück auch. Und zum Schluss auch. Ah, oh, wir sind wieder zu Hause. Und unsere Familie hat ein neues Mitglied. Amicia! Hey, kleiner Go. Ihr wart erfolgreich. Hier! Aber Vorsicht! Riecht etwas angesenkt. Mhm. Wer ist das? Rodrik. Aber psst. Oh, das Sanguinis Itinerer. Was steht in dem Buch? Das. Die Geschichte eines kleinen Jungen, dem es bald viel besser geht. Genau, ich bin am Verhungern. Wer noch? Ich! Kommt, essen wir. Das haben wir uns verdient. Lukas, kommst du? Du auch. Komme. Bleib nicht zurück. Wer weiß, wer uns hier verfolgt. Drei Wochen später. Krass. Dezember 1348. Es schneit. Nein! Verflucht! Das ist gar nicht gut! Hey, ist alles in Ordnung? Es ist nichts! Na, nö, nee, klar. Diese Tür, hast du die schon mal geöffnet? Sie klemmt. In diesem Teil des Chateaus waren wir noch nicht. Willst du sehen, was dahinter ist? Klar. Nun, Hugo schläft. Bitte, Rodrik, die Tür zu öffnen. Ja, Moment. Erstmal müssen wir alles einsammeln hier. Mal klauen. Und da ist auch noch eine Tür, da müssen wir auch noch durch. Und da ist auch eine Tür, da müssen wir auch noch durch. Ja, da hinten gehen wir auch irgendwann durch. So, erstmal machen wir die hier auf. Gut. Nein, ich meinte natürlich, zuerst machen wir die hier auf. Na los, Rodrik wartet auf mich. Gut. Ich meinte natürlich, hey, wir gehen auf jeden Fall als erstes zu Rodrik. Der wartet nämlich auf uns und dann können wir nämlich die Tür von ihm aufmachen lassen. Und mal in einen Teil des Chateaus gehen, den wir... Wir sehen können. Alles und niemand sieht uns. Die Welt hat dieses Chateau vergessen. Weiß ich nicht. Es wäre schön. Ich würde es mir wünschen. Das ist zwar keine Wache der Inquisition, aber zum Üben wird es reichen. Definitiv.
Ja, lass uns nachsehen. Wenigstens weiß ich, wie das geht. Na also. Das war wirkungsvoll. Und hat kaum wehgetan. Komm, wir gehen. Kaum. Nicht, aber kaum. Schön. Warte, spürst du das auch? Nein, was? Dieser Ort wurde seit langem nicht mehr betreten. Hier liegt etwas in der Luft. Ja, Staub. Nein, es sind die Steine. Als würde man ein Gespräch unterbrechen. Ah. Ich spüre das hier zum ersten Mal. Krass. Wie das hier schön aussieht. Oh. Können wir nicht mitnehmen? Okay. Finde ich nicht gut. Ich will alles mitnehmen können. Haben wir jetzt schon die große Tasche und können immer noch nicht alles mitnehmen. Hm, das sieht gefährlich aus. Das sollten wir fürs Erste lassen. Nein. Noch eine Tür. Rein da. Wollen wir weitergehen? Klar, auf geht's. Na klar. Schauen wir mal, wo sie uns hinführt. Oh, der Innenhof. Eine Abkürzung. Ja, sehr gut. So, wir gucken erstmal. Ja, gut. Oh, hey, das hätte ich beinahe vergessen. Was denn? Das habe ich vorhin beim Aufräumen gefunden. Sieh dir das an. Noch eine Geschichte über Steine? Du hast gar nicht so unrecht. Ja, aber jetzt wartest du erstmal kurz, ne? Weil es geht nämlich noch hier lang. Da unten sind noch Sachen, die ich nicht mitnehmen kann. Ich prangere das an. Da sind noch Sachen, die ich wahrscheinlich auch nicht mitnehmen kann. Ich prangere das nochmal an. Eine verschlossene Tür. Das ist vielleicht nicht ganz so schlimm. Das prangere ich mal noch nicht an. Ich komme. WB ist geil. Ach, du ahnst es nicht. Huch, ist das tief. Das sagst du, was geil. So, okay, gut. Hier haben wir jetzt erstmal geguckt. Moment, jetzt muss ich nochmal schauen. Also wir haben ja immerhin 8 Steine, ne? Ich würde mal noch ein bisschen... ja, machen wir das noch ein bisschen. Und das machen wir auch mal noch ein bisschen. Was machst du denn? Es hat ewig gedauert, das alles in Ordnung zu bringen. Ja, ja. Machen ruhigen. Materialmanagement muss gelernt sein. Ich würde ja auch gern rennen, aber der Charakter entscheidet sich, nicht rennen zu wollen. Und wir müssen alles angucken. Das ist halt so. Wäre auch nichts für. Ja? Amicia, sieh dir das mal an. Was denn? Hat dir gefallen? Ich komme. Mach ich sofort. Oh, Schnur. Das ist alles wichtig. Das kann ich jetzt nicht alles, ne, hier einfach mal so liegen lassen und sowas. Nur weil du da gerade so rumrennst. Ja. So, jetzt müssen wir nämlich auch hier drüben lang gucken. Siehst du? Hätte man nämlich sonst den Salpeter nicht mitgenommen. Und könnten nicht nochmal hier in die tiefe Schlucht reingucken. Krass. Wenigstens kann ich jetzt rennen. Warte, was machst gleich du denn? Da. Es hat ewig gedauert, das alles in Ordnung zu bringen. Sie ist so tief. Wie haben Sie die nur ausgehoben? Gute Frage. Ja, warte, Roderick. Bin gleich da. Also vielleicht. Die Feuerbecken haben uns gerettet. Mhm. Ich weiß nicht, wer sie... Dich habe ich noch nie gesehen. Sie hat sich wohl unter dem Unkraut versteckt. Hugo würde sich bestimmt darüber freuen. Siehste? Keine Sorge. Er ist ein aufgewecktes Kerl. Ich weiß, aber... Roderick Dendron. Oder so. Da. Rhododendron. Die Pflanze selbst ist zwar harmlos. Der Honig aus ihren Blüten soll allerdings Toxine mit halluzinogenen und abführenden Eigenschaften enthalten.
Angeblich soll dieser Honig die gewaltige Söldnerarmee Kyros des Jüngeren aufgehalten haben, da die Soldaten sich nach einer Plünderung zu viel von ihm einverleibten. Wahrscheinlich wurde er wegen seiner schädlichen Wirkung zum Symbol von Risiko und Gefahr. Oh oh. Wir sind hier also doch nicht so sicher. Hab ich ja gesagt. Weil wenn der jetzt hier wächst und als Bildnis oder Sinnbild für Gefahr sein soll und Risiko, dann bedeutet das nichts Gutes für uns. So. Okay, da kommen wir nicht hoch. Alles klar. Also nicht mehr. So, ne? Roderick, du wartest noch auf uns, ne? Find ich super. So. Ja, Schwefel haben wir noch. Gut. Ein Fresko. Es kommt mir seltsam bekannt vor. Das sind die gleichen Zeichen wie auf den Säulen. Das Chateau will uns doch etwas mitteilen. Und was teilt es dir mit? Ich verstehe zwar nicht alles, aber ich denke, dass wir hier bleiben können. Amicia! Komm schnell! Es geht um Hugo! Oh nein, ich komme! Brauchst du mich? Ich rufe dich. Komm schon! Schnell! Nein. Aus zwei Gründen rennen wir jetzt da gerade nicht hoch. Der eine Grund ist, ich habe Schiss, was mit unserem Bruder passiert. Deswegen will ich das so weit wie möglich hinauszögern. Und das zweite ist, ich will hier vorher noch alles angucken. Weil ansonsten kommen wir dann wieder in irgendeine... Ich sollte lieber nach Hugo sehen. Nein. Wir kommen dann wieder in irgendeine Cutscene rein und so weiter und so fort und dann war's das wieder. Nope. Nicht mit dem Commander. Nicht mit dem Commander Loot. Und Hugo wird das schon noch überleben. Chat schreibt, RIP Hugo. Nein, der geht nicht drauf. Keine Sorge. Hugo braucht mich. Ja, wir gehen ja auch gleich zu ihm. Ja. Oh. Alter! Ach, du bist so anstrengend, Madame. Geh bitte nochmal hoch. Ich sollte lieber nach Hugo sehen. Ja, das machen wir ja auch gleich. Irgendwann mit der Ruhe. Ja. Der Junge ist zäh. Ja, der kann was ab. Wenn die Mucke schon so ist, glaubt ihr doch wohl nicht, dass ich freiwillig zum Hugo jetzt gehe, oder was? Manu, kann doch da jetzt nicht hingehen. Hugo braucht mich. Okay, da hinten komme ich nicht mehr hin. So, hier haben wir jetzt erstmal alles abgesucht. Ich sollte lieber nach Hugo sehen. Boah. Guck mal, da sind schon die Raben. So viele schlechte Omen und du willst das... uns wohl nichts anderes übrig, oder? Ich bin hier, Lukas! Schnell! Hugo, bitte! Ja, komm gleich. Den geht's jetzt bestimmt besser.
Und wir sollen das aber sofort sehen und deswegen wird jetzt so ein Stress gemacht. Wetten? Bin mir ganz sicher. Hugo braucht mich. Der kann jetzt nicht einfach tot sein. Vergiss es. Es wird immer schlimmer. Die Makula breitet sich zu schnell aus. Ich weiß, Amicia. Ich tue mein Bestes. Ich befolge schon die Anweisungen des Buches. Aber es wird zu lange dauern. Ich brauche ein richtiges Labor. Wie das von Laurentius? Nein, nein. Ich brauche bessere Ausrüstung. Vielleicht meine Mutter in unserem Haus. Vielleicht hat sie dort die nötigen Dinge. Du hast recht, wir sollten es versuchen. Oh, oh. Zebra, Lukas, hab ich doch gesagt. Ich glaube, die Zwillinge sind zurück. Melly, du hast ihn gefunden. Mehr tot als lebendig. Aber ja. Amicia, wir sind gekommen, weil... Ja. Nach unserem kleinen Abenteuer mit euren ketzerverbrennenden Freunden landete ich in einer Zelle der Inquisition. Eines Tages sah ich die Wachen eine Gefangene begleiten, die sehr schlecht aussah. Diese Bastarde wollten wissen, wo ihr Sohn war. Mhm. Also drohten sie ihr. Ich hab's gewusst. Ich hörte ihren Namen. Beatrice de Roon. Mutter lebt? Ich hab's gewusst. Sie lebt. Und du hast Arthur befreien können. Das war nicht leicht. Glaub mir. Du könntest... Was? Vergiss es. Ich bin ein Niemand. Aber sie... Sie ist so wichtig für den Großinquisitor. Er... befragt sie. Ständig. Sie... foltern sie? Hugo darf davon nichts erfahren. Nicht einmal, dass sie lebt? Nein. Das könnte ihm helfen. Nein. Und was sagen wir, wenn er sie sehen Ach, möchte? Scheiße, der hört's schon. Ihr sagt ihm nichts. In Ordnung? Hugo! Hugo! Die nächste Schwelle steht bevor. Wir müssen sofort los. Heim zu mir. Jetzt. Ihr geht. Wir bleiben bei ihm. Alles wird gut, kleiner Bruder. Versprochen. Dieses Mal heilen wir dich. Gut. Ich hole das Sanguinis Itinera und ein paar Tränke. Und dann gehen wir. Und wir rüsten uns erstmal noch ein bisschen auf. Anscheinend doch nicht. Alles, was bleibt. Wir sind da. Amicia, ist alles in Ordnung? Ja. Es ist nur seltsam, zurück zu sein. Gehen wir. Ich hätte nicht gedacht, dass ich zurückkommen würde. Zumindest nicht so bald. Wir finden die Tränke und verschwinden. Vielleicht sind wir vor Sonnenaufgang wieder zu Hause. Das wäre mir recht. Hab ich's nicht gesagt? Wusste doch, dass unsere Mutter noch lebt. Ein bisschen stolz drauf. Aber jetzt mal. Ich weiß immer noch nicht, warum. Warum hat sie das getan? Ich meine, dass sie jetzt komplett heruntergekommen ist. Weil sie einfach nur hungern gelassen wird in irgendwelchen siffigen Betten oder Heu oder sonst irgendwas schlafen muss und so weiter. Die versuchen sie ja zu zermürben, damit sie endlich sagt, wo eventuell ihr Sohn ist. Das hätte sie doch wissen müssen. Und dass sie damit jetzt potenziell eine Gefahr ist für Hugo, statt ihm zu helfen. Hätte sie doch auch wissen müssen. War ihre Hoffnung wirklich so stark, dass sie irgendwie
was in Erfahrung bringen kann, indem sie versucht, die anderen auszuquetschen? Die Inquisition auszuquetschen? Um quasi von der Forschung, die sie haben, also die sie jetzt gemacht haben, ist das ihr Plan? Dass sie in Kauf genommen wird, dass sie gefoltert wird, etc. pp. Im schlimmsten Fall aber von sich der Meinung ist, dass sie stark genug ist, dass, wenn es dazu kommt, dass sie lieber stirbt, als ihren Sohn zu verraten. Und die Hoffnung aber ist, um ihm zu helfen, dass eventuell die Inquisition so viel Alchemie schon betrieben hat und so viel Forschung schon betrieben hat, dass sie das irgendwie in Erfahrung bringen kann, um ihren Sohn zu helfen? Nimmt sie deswegen all das Leid auf sich? Und war das die Hoffnung, weshalb sie zurückgeblieben ist? Damals? Tja, wir können bloß hoffen, dass sie ihn nicht verrät. Tja, das ist ja... Mann, Mann, Mann. Amicia. Ja, ich wollte bloß gucken, ob es hier noch irgendeine Blume gibt. So, irgendeine Winterblume. Gut, ja. Ich wage zu bezweifeln, dass wir jetzt hier so ohne größere Sachen und ohne Wachen oder sowas hier durch unser Haus kommen. Das wird bewacht werden, da werden Ratten sein. Davon gehe ich fest aus. Aber was genau uns erwartet, sehen wir in der nächsten Folge, oder? Also, vielen Dank fürs Zusehen. Cheerio.